Hallo liebe Leute, grüße ich nochmal euch. Heute ist so ein Wetter, so schön ist die Sonne. Und ich habe erstes Mal gesehen, dass im Garten da die ersten Blümchen da sind und blühen und schon so schick aussehen. So, da habe ich Schatten gemacht, aber die sind natürlich wunderschön. Und da habe ich im Herbst alles mit Rasenschnittmulch bedeckt, aber das ist schon alles wie verschwunden. Und sehen Sie, die haben sich gut gehalten. Diese Rasenschnittmulch hat vom Frost beschützt. Und hier sind verschiedene Blumenzwiebel, habe ich im Herbst reingegraben. Und jetzt kommen die raus. Da ist Hyazinthe, weiß ich. Hier sind bestimmt Narzissen. Und hier ist ein Bergchen. Was für ein Bergchen. Ja, das ist Rasenschnittmulch. Da, ich habe vergessen sogar, ob hier Narziss, Hyazinth ist da auch drin, ob da Narzissen sind oder andere Blümchen. Aber jetzt habe ich denen den Weg aufgemacht. Also, super schön muss das bald aussehen. Da kommen auch, aber die kann man noch verstecken. Aber die waren schon total groß. Und auf dieser Stelle, da habe ich extra, da sieht schon wo, aha, siehst du, wie schön. Da muss man noch sauber machen. Und da möchte ich gerne bald Eissalat und alle zwei, drei Sorten von Salaten aussehen. Natürlich die Salate, die Kälte vertragen. So nicht so empfindlich zu der Kälte sind. Und da sind jetzt natürlich Anfangsarbeiten werden jetzt im Ende Februar und März. Anfang März. Jetzt sind wir im Gewächshaus und hier habe ich im Herbst alles auch mit Rasenschnittmulch bedeckt. Und jetzt muss man Rasenschnittmulch wegmachen. Warum? Die Erde muss die Wärme kriegen. Jetzt ist der, so, heute ist der sonnige Tag, Sonnenstrahlen sind so schön und jetzt ist es hier sehr warm. Deswegen mache ich den ganzen Rasenschnittmulch weg und die Erde wird sich erwärmen. Und nur in die warme Erde, in den warmen Boden, kann ich dann die ersten Pflanzen reinstecken. Das sind zum Beispiel am Anfang April, wenn das Wetter auch so schön bleibt, wenn keine Kältewelle mehr kommt, da kann ich natürlich hier Paprikapflanzen im April einsetzen, Gurken oder Tomaten, egal was. Aber die Pflanzen mögen keinen kalten Boden. Und jetzt ist im Gewächshaus sauber geworden. Ich habe Rasenschnittmulch vom letzten Jahr alles weggetan. Und jetzt muss die Erde ganz warm sein. Wenn solche schöne Tage, mehrere Tage werden, kommen werden, dann wird Gewächshaus natürlich sehr warm und bald. Aber trotzdem, eher als April, werde ich hier nicht einpflanzen. Die Nächte trotzdem werden noch kalt bleiben. Also, in diesem Gewächshaus sind Vorbereitungsarbeiten erfüllt worden. Und da auf Regal sind meine Paprikapflanzen, junge Paprikapflanzen. Und die werden in einem Monat bis April noch viel höher. Jetzt sind die so 6-7 cm. Ich habe die pikiert. Die sind wie kleiner geworden. Sie waren vielleicht 9 cm, aber ich habe die so eingepflanzt bis zu ersten Blätter so tief. Und jetzt auf Oberfläche sind bestimmt 6-7 cm geblieben.
aber die wachsen ziemlich schnell und die werden natürlich, das sind Pflanzen, rote süße Paprika, ungarisch und orangene Farbe von Paprika. Und dann noch am Fensterbrett stehen die Riesenpflanzen. Die sieht man nicht so besonders vielleicht, dass die Riesen ist im Vergleich zu denen. Die sind schon bestimmt 12 cm hoch, aber das ist 3 Stück von der Raschenkeimung, die 3. Die werde ich extra einpflanzen. Ob die genauso gute Ernte geben werde, müssen wir im Herbst dann vergleichen. Und da sind auch noch die Pflanzen der scharfen Paprika. Heute versuche ich, die zu pikieren. Wer neu ist, Anfänger, pikieren heißt umpflanzen. Hier ist jetzt zu eng miteinander für diese Pflanzen und jede Pflanze kriegt jetzt extra Topf.